In den Osterberichten, liebe Schwestern und Brüder, gehört diese Begebenheit mit Maria von Magdala zum Tiefsten, was uns die Evangelien sagen. Jedes Wort, ja sogar jede Bewegung, richtet etwas aus. Es ist Adrienne von Speyer, die es wirklich vermag, dieser Tiefe in ihrer ganzen Gewichtigkeit nachzugehen, wenn sie Folgendes schreibt. Der Glaube Marias hat in der Leere, im leeren Grab, das Nichts berührt und ist dort den Engeln begegnet, die auf den Himmel zeigten, und sie wendet sich nun von der Leere ab, um zur Fülle des Herrn überzugehen, die vor ihm steht, aber noch nicht erkannt wird. Alle Stadien dieses Weges, den Maria hier durchschreitet, sind Möglichkeiten des christlichen Lebens. Von sich aus kann der Mensch nur bis zur Leere des Grabes gelangen. Vom leeren Grab bis zum lebendigen Herrn muss er geführt werden. Es bleibt Gott vorbehalten, die Art dieser Führung zu bestimmen. Der Mensch kann sich wünschen, dass sein Glaube am leeren Grab lebendig werde. Dass es durch die Schau von Engeln geschehe, kann er sich nicht wünschen. Die Schau der Leere ist die aktive Kontemplation, zu der er durch eigene Tätigkeit im Glauben gelangen kann. Die Führung vom Glauben bis zum Herrn durch die Engel ist passive Kontemplation. Aber auch in dieser geht alles ganz einfach und natürlich vor sich. Die Engel reden eine schlichte, verständliche Sprache, die zu verstehen keine hohe Intelligenz oder verstiegene Ekstase voraussetzt. Die Anordnung Gottes, dass Maria durch die Engel getröstet werde und den Herrn erblicke, ist so schlicht wie das ganze Evangelium. Bis zur Leere des Grabes ist sie die Handelnde, die weiß, was sie will, die dorthin geht, wohin sie will. Sie ist die Hingebungsvolle. Sobald die Engel erscheinen, wird sie geführt. Sie ist mehr die Genommene als die selber Gebende. Die Aktivität des Gebetes reicht bis zur Leere des Grabes, bis in die Ausleerung und in die Trostlosigkeit. Jenseits dessen beginnt die Führung von oben. Diese Führung lenkt bezeichnenderweise zuerst in das Suchen hinein und erst durch das Suchen zum Finden.